Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarze Edition Nuzlocke Version. Ja, wir sind hier stehen geblieben auf der Zylinderbrücke vor Jesus. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Und da kommt schon das Finstrio. Und führt uns die paar Meter zu Jesus. Ja, wir haben den Lichtstein im letzten Part abgeholt. Und ja, er will, dass wir das legendäre Pokémon am wahrscheinlich einfangen. Ist ja schön gut, sag ich mal, aber er kann ja auch mal verschwinden. Ja, Jesus. Ich weiß die Geschichte schon. Geh mir nicht auf den Nerv. Mit dem Freilassen von Pokémon. Verschwinde. Ich weiß, dass ich das legendäre Pokémon einfangen muss. Das war das Regiam. Mit dem Lichtstein. Und jetzt verschwinde. So. Jetzt geht's aber auf Route 8. Und wir bekommen die TM Schleuder. Juhu. Eine nützliche Attacke. Nein, im Gegenteil. Eine sinnlose Attacke. So, ich bin mir gerade unsicher, mit welchem Pokémon ich Leader mit Ignivore vor vorne lassen. Ich würde ganz gerne erstmal zum Markt gehen, ehe ich hier das Pokémon einfange. Auf der Route 8. Es könnte ja was Nützliches darum kommen. So, aber ich bleib mit meinem Ignivore wahrscheinlich nicht Rocketman. Cool. Wir haben doch Käferbiss. Ja, obwohl. Attacken. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Bodenattacken. Naja, Baroness nach vorne. Auch wenn ich mit Baroness angeschwächt bin, kann mir doch Server machen oder Siedel Wasser. Also von daher passt das. Einmal Server. Da würde ich ganz gerne Morbid Pesser vorschicken. Warum ist es viel zu hoch gelevelt, muss ich sagen. Ja, das sollte man easy. Easy aushalten. Erstmal diese Genese. Bam. Weg hier. Jetzt würde ich ganz gerne in den Markt hineingehen. Das größte Einkaufszentrum. Und hier müsste ich doch auch noch ein paar Kämpfe bestreiten können. Und einige nützliche Items finden. Beziehungsweise bekommen. So, also den Kampf hier gegen die Kellnerinnen. Sonnenkellnerinnen. Und Saviererinnen. Pico-Schiller. Sollte ich Angst haben oder eher weniger? Ich denke mal eher weniger. Wir machen lieber bis Charm, okay. Unser Angriff klingt. Das ist sehr stark. Machen wir Blut. Weckruf, ah. Sollten wir aushalten. Es zieht überhaupt nichts ab. Flammkörper, sehr schön. Frisch, er zieht uns noch weniger ab.
Wir machen nochmal gut. Kerscher sollte jetzt überhaupt nichts mehr ausrichten. Ja, eigentlich ja. Sehr stark. Jetzt Pokémon, das Ignivore ist jetzt. Ich hoffe, dass ich das noch lange behalten darf. Warte rein. Macht nur dasselbe, oder? Nee, Spezialangriff und Spezialverteidigung. Ah. Ammeltanz. Bisschen verwirrt. Komm schon, Ignivore. Schade. Nochmal Falter reigen. Ist in Ordnung. Ist das nicht eigentlich eine Käferattacke? Falter reigen? Ich dächte schon. Na komm, aber jetzt. Synthese, Falter reigen, Taumeltanz. Was hat denn das noch für eine Attacke? Mega Sauger. Ja, wir machen keinen Angriff mehr mit Ignivore. Immer Tempo erhöhen, wie wir wollen. Nützt nichts. Sprich, ich muss da mal auch gut was haben. Gegner. Ach, warte mal, Moment. Das vergab ich gar nicht mal. Wie machen wir das denn? Jetzt. Dammit. Ich hab gedacht, ich hab noch eine Giftattacke auf Hutsasa. Na gut. Wenn es jetzt nichts wird. Na gut. Muss ich nochmal wechseln. Wegen einem Pokémon muss ich das permanent weglassen. Dann tun wir das nächste Käfer-Pokémon rein. Ah. Mach nochmal dein Speed, erhöht dein Speed und dein Spätz. Ne, warte mal. Komm ich denn jetzt auf Speed? Egal. Egal, sollte nichts ausrichten. Cool. Ah, das geht ja. Ist ja auf Max Spätz Verteidigung und Max Spätz Angriff. Weil ich glaube, Vorderreihen machte mal 2. Plus 2 immer. Man kommt ja bis maximal auf plus 6. Von daher. Ja, war ich kritisch. Ich würde sagen, ich heile erstmal hier meine Pokémon. So. Hier konnte man doch ein Item bekommen, genau. AP Plus. Kenn ich ganz gerne. Das war die TM-Abteilung. Hyperstrahl und Los brauche ich alles nicht. Ich brauche Bälle. Flottball. Hier haben wir doch Flottbälle. Da hole ich gleich mal 30 Stück, warum auch immer. Finsterbälle hole ich mir mal 21, so dass ich 30 habe. Ich würde gleich noch ein paar Hyperbälle mir holen, nochmal 10 Stück. So. Damit habe ich jeweils immer 30 Bälle. Okay, die wollten nicht kämpfen. War das der oder der? Oder war das die? Die. Okay, irgendjemand wollte noch kämpfen und das war also die hier. Machen wir das noch. Die Spark. Also wenn wir schnell genug sind und das Irrlicht rauskriegen, war auch minus 1. Nicht. Ah, Morbitesse jetzt drinnen behalten und mit dem Knirscher
jetzt ein bisschen blöd. Wir schicken einen Stahlobohr raus. Wenn es natürlich Feuerzahn hat. Hey, Knirscher kommt, okay. Wenn er natürlich Feuerzahn hat, ist es natürlich blöd. Aber ich glaube eher weniger, dass er Feuerzahn hat. Er kommt wahrscheinlich auch nicht mal dazu. Ja. Ich hätte natürlich ihn verbrennen können mit Ignibo und dann schön herunterbrennen lassen. Hätte ich alles machen können, aber gut. Aber der Brüller einsetzen. Ah, okay, der wollte auch nochmal kämpfen und der andere gab mir ein Item. Bin mir gerade unsicher, welches Item das war. War denn das für ein Item? Bin ich mir gerade unsicher. Eventuell ein Stein könnte es gewesen sein. Oder Charme. Mit ihren Charme, mit ihren Duschillas. Obwohl, Pikachu könnte ich auch eigentlich einfangen. Der Runde merke ich gerade. Ich könnte ein Stahl-Undicht-Pokémon bekommen. Wäre auch gar nicht mal so schlecht. Ja, abwarten. Abwarten, was ich bekomme für die Rude. Oh, Schambolzen. Pikachu wirkt. Das ist okay. Obwohl ich. Nee, Kehlwoppe ist okay, ich wollte schon sagen, hab ich doch gut eingesetzt. So, Kehrschelle macht überhaupt nichts, selbst Volltreffer macht überhaupt nichts. Ja, Ignivo ist gar nicht mal so schlecht. So, da verbrannt ist, ist es erstmal egal. Obwohl, bei einer speziellen Angriff ist dann eher weniger egal. Ist weg. Okay, Laternecto, war Geist, Feuer, ich würde sagen, schickt es Baronus rein. Käferattacken nützen überhaupt nichts und meine Feuerattacken finde ich nicht wohl genauso wenig. Deswegen machen wir das. Einmal Silber. Hätte auch Siedewasser einsetzen können, aber Silber ist super. Obwohl, bei dem Levelunterschied jetzt mittlerweile spielt das Ganze keine Rolle. Donnerstein. Donnerstein. Wir kriegen von ihm Donnerstein. Ich hätte jetzt was anderes erwartet, aber Donnerstein? Okay. Ich hätte eher gedacht, dass ich einen Lichtstein bekomme oder einen Leuchtstein. Naja, was soll's. Das müsste jetzt ein Doppelkampf sein. Stahlobohr und Ignibor. Ende raus auf Baronus wechseln und mit Erdbeben auf loshauen. So, mach mal. Hier könnte ich Käferbiss einsetzen und hier Steinhagel. Ah, wird natürlich ab. Welches davon? Ja, gut. Wir machen überhaupt nichts. Eine Kampfattacke auf. Ja. Wie wenig mache ich denn hier? Ich würde schon sagen, wenn es nochmal auf Stahlobohr Turm kommt, bin ich tot. Okay. Ich kann mal wechseln mein Stahlobohr und ich will ja nicht, dass es getötet wird von so einem Zuro-Keks. Und ihr seht schon, wie viel Damage das macht, wenn es sehr effektiv angreifen kann. Okay, Turmkick verfehlt, das ist okay. Komm, ich mach mal mein Zwaronis an. Ja, sehr schön. Nämlich nochmal verfehlt. Und dann nochmal Siedewasser. Also Svarone so ist gar nicht mal so schlecht mittlerweile. Mag ich schon mittlerweile. Lässt sich relativ gut spielen. Ich muss nur aufpassen wegen Elektroattacken.
Genauso wie mit Steinsattacken, aber sonst so lässt es sich gar nicht mal so schlecht spielen. Wir können in einiges eintauschen. Gerade was Kampf-Pokémon angeht, aber irgendwann kann ich das selbst nicht mehr machen. Dass ich das Pokémon in Kampf-Pokémon eintauschen kann. Denn viele Kampf-Pokémon können ja auch später Steinsattacken. Das ist wiederum nicht so prickelnd. So, jetzt würde ich aber mal schauen, ob ich das Ding one-hitten kann. Wahrscheinlich schon. Ja, weißt du, was das vor uns war? Warum das andere Rocketman? Ne, warte mal, der hat den Käferbiss nicht getroffen. Oder? Den Käferbiss getroffen oder nicht? Sehr und. So, Zurekex natürlich mit einer guten Verteidigung. Gegenstoß, okay. Oh! Ich dachte, die Fähigkeit kann nur Dragonier haben. Und die Weiterentwicklung und Milotic. Dass er das auch hat, hätte ich jetzt nicht erwartet. Explitieren muss. Warte mal, was ist denn das? Ja. Die Fähigkeit Expertin? Nein. Warte mal, ich gehe mal kurz auf Kampf. War was? Ja. Jetzt will ich mal kurz schauen, was das Fähigkeit war. Welche Pokémon die Fähigkeit sitzen können. Safcon Kukuna. Okay. Gatchan, Arbok, Dratini, Nago. Ja, Dragonier. Ja, das wusste ich, dass sie das haben. Wenn natürlich auch Nutzschutz haben. Da kann's. Und kein das. Es ist sehr interessant. Repeat, ja. Hier steht auch nicht von Milotic und. Ja, hier steht Milotic. Ich hätte gedacht, dass Dratini, Dragonier und Milotic. Fähigkeit nur besitzen. Das ist Selbstheil. Expitermis. Gut, interessant zu wissen. Interessant, auf jeden Fall. Wird nochmal mein Igniwort hochheilen. So, das ist der vorletzte Trainer. Dann besiegen wir noch den letzten Trainer. Und das Pokémon geht natürlich direkt nach Twin Track City. Wir hören uns die Geschichte an von den legendären Drachen. Den legendären Drachen. So, und ich Stahl war Gladiantum. Also ist egal, welche Attacke ich eigentlich einsetze. Der Igniwo ist hier top. Ding hat gerade so überlebt, ohne Robustheit. Okay. Käferbiss. Weg ist es. Ui, warte mal. So Stahl ist Käfer gar nicht mehr sehr wichtig. Merke ich gerade. Habe ich gerade festgestellt. Okay. Gut zu wissen. Denn das. Die Weiterentwicklung hat ja in der Pokémon-Liga was zu tun. Ich glaube, einer hat es auf jeden Fall, der Unlicht-Trainer. Da kann ich dann. Moment. Arsch ist das Kampf? Cool, ich könnte mit Kampf-Pokémon gegen Unlicht-Stahl-Pokémon antreten. Warum mach ich hier nicht Käferbiss? Gut. Jetzt aber hier wird es. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich mit Igniwor in die Drachenarena hineingehen sollte. Theoretisch könnte ich es machen. Ich
hab ja den Ärmelkörper drauf, wenn man Irrlicht nicht hören sollte. Viele Drachen benutzen ja physische Attacken wie Drachenklaue, Drachenrute und so. Milze kann ja auch noch Schlitzer so sich. Ich bin mir da relativ da unsicher, wie ich das Ganze mache. So, Ignivo werde ich aber mal kurz austauschen auf Hutsasa. Den Hutsasa soll das Pokémon hier einfangen. Cool. Okay. Da ich dieses Pokémon schon habe, darf ich mir ein zweites Pokémon aussuchen. Beziehungsweise suchen. Ich muss so hoffen, dass ich hier abhauen darf. Ja. Mit einer Psycho-Attacke wäre es eklig geworden. Die Bonitox hab ich auch schon. Darf ich noch ein Pokémon aussuchen? So, begegnen. Okay, zwei Pokémon, die ich schon habe, kommen hier vor. Wahnsinn. Will ich im Doppelkampf es probieren? Ach komm. No risk, no fun. Es können ja nur zwei Pokémon kommen. Also eins davon, was ich schon besitze. Okay. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Und es erscheint ein Cleopatra. Ein reines Undisch-Pokémon. Was soll ich denn dazu sagen? Ein reines Undisch-Pokémon. Also wenn es ein Mega-Sauger überlebt, fange ich es ein. Wenn nicht, dann ist es so. Dann seht ihr mal, wie schwach. Es überlebt ein Mega-Sauger, passt also, kann ich also einfangen. Dass ich das wenigstens weg habe. Nicht so wie bei Hotel, was ich damals einfach so besiegt habe oder bin ich da geflohen. Ne, Fleckneu war das, was ich besiegt hatte. So, Cleopatra hätten wir ja schon mal, also falls es nochmal auftauchen sollte, muss ich es nicht einfangen. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal auftaucht. Dass ich sagen kann, ha, ich hab dich schon. So wie bei den anderen zwei Pokémon. Wir gucken auch gleich mal Cleopatra an. Ich hoffe, dass es ein relativ okayes Wesen hat. Falls ich es irgendwann mal trainieren muss. So, Lauro fängt uns hier ab. Und wir hören die Geschichte nochmal. Das N. Der Meister ist von Team Plasma. Was mich nicht juckt, denn ich werde ihn aufhalten. Also, ja. Verschwinde. Dein Team, dieses. Nerv uns nicht. Ich werde dich besiegen. Und dieser Nassler. So, da ist Lilia und nicht Sandro, sondern sind der alte Mann. Nicht Sandro. Sandro war der von der Eisarena, also von der vorletzten Arena. Also ihr wisst schon, die siebte Arena. So, wer war das? Lysander. Ja. Also fast gleichen Namen. So, natürlich kann er uns nicht die wirkliche Erklärung bringen, wie ich das Drachen-Pokémon Rechiam Uwe. Er kann aber uns eine kleine Geschichte erzählen. Schöne gut, aber was nützt denn das mir? Nichts. Ja. Überhaupt nichts. Wir können da direkt in die Drache-Arena aber hineingehen. Das Problem ist nur, mit welchem Pokémon. Ja. Mit welchem Pokémon gehe ich hinein?
Das ist das Problem. Achso, ja. Muss direkt dorthin. Hier ist auch Flash. Olivia. Wir hören noch die Drachengeschichte. Gucken aber nochmal X hier hinein. Was und Cleopatra? Das ist ein mildes Wesen. Plus Spitz minus Verteidigung. Eine Verteidigung kannst du wirklich knicken bei Cleopatra. Die Init ist gar nicht mal so schlecht. Was nützt mir ein Spitzangriff-Moveset? Also, der Undicht-Attacke, ja, schön und gut. Ich könnte ja jetzt mal schauen, bei Cleopatra. Was es eigentlich für Attacken erlernen könnte. Muss mal hier auf der Seite mal schauen, wo Cleopatra. Hier ist Cleopatra. Eines Undicht-Pokémon, wie schon sagt, Flexibilität, verhindert Paralyse, ist gar nicht mal so schlecht. Gerade für den Anfang ist die Fähigkeit gar nicht mal so schlecht. Aber ich will ja wissen, welche Attacken es erlernen kann, theoretisch. Wenn es nützliche Attacken erlernen kann, ist gar nicht mal so schlecht. Theoretisch, Cleopatra erlernt Schlitzer, Nachttie, Schlag, was alles theoretisch nur physische Attacken sind. Ja? Selbstgewissheit, Vogel, Beugung, ist nur physische Attacken. Spezielle Attacken wären Überstrahl, Spuckball kann es, okay, Cannon, Widerhall, Strauchler, Traumfresser, okay, und Standauge. Er erlernt es nicht in der zweiten Generation. Zweiten Generation. In der Generation von Schwarz und Weiß. Nachfolge. Viele, also Schwarz 2 und Weiß 2. Könnte es noch theoretisch Finsteraura erlernen. Schallwelle. Und Archer. Ja, da wir im Pokémon Schwarz 1 sind. So eine Sache. Es kann außerdem auch Kehrtwende in Schwarz 2 und Weiß 2 nur erlernen. RTM. Komischerweise. Das kann es nicht hier in Pokémon Schwarz und Weiß erlernen. Kurioserweise. Naja. Was soll ich dazu sagen? Relativ schwach dann in dem Moment. Wenn es nicht mal spezielle Attacken erlernen. Ich würde es ja verstehen, wenn ich 2, 3 spezielle Attacken erlernen würde. Ja. Er lernt ja nur physische Attacken. In dem Moment muss ich sagen, no. Ich werde das Pokémon nie mitnehmen. Auch wenn es meine letzte Wahl sein sollte. Da würde ich lieber ein Flunschlick mitnehmen oder ein Golbit oder das Eis-Pokémon, das Shellot-Robo, ja. Das würde ich eher mitnehmen dann im Moment. Nee. Ja, die Drachenarena. Für die Drachenarena würde ich Wappel theoretisch hochtrainieren, eventuell. Und Flug-Pokémon habe ich ja nichts mehr. Tja. Anderes Flug-Pokémon. Und zwar ohne Salz. Schwierig. Wie mache ich das am besten? Bleibe ich in der Teamaufstellung, die ich derzeit habe? Gehe ich teilweise. Ja, was heißt teilweise? Sind schon gleich auf, gleich in der Pokémon-Arena. Oder trainiere ich doch noch ein anderes Pokémon? Ich
bin mir noch relativ unsicher. Aber theoretisch... Ehrlich, hab ich hier relativ gute Chancen und mit Stalobor auch. Gut, Morbitesse müsste ich schauen. Svarones, es kann leider kein Eisstrahl. Würde das Ding Eisstrahl erlernen, würde ich das als Cover-Move beibringen. Direkt, egal was es, was da weggelernt wird, ob Siederwasser oder Wasserring oder was auch immer ich noch hab. Ich glaube Wasserring auch. Würde ich instant verlernen und Eisstrahl erlernen. Ich kann, glaube ich, kein Eisstrahl. So viele Wasser-Pokémon können Eisstrahl. Ausgerechnet Svarones wahrscheinlich nicht. Ja, gut. Ich werde es mal schauen. Wenn natürlich Pokémon fallen, dann fallen die. Da muss ich mal schauen, wie ich das Ganze dann mache. So, aber jetzt geht's mal zu Lysanto. Lysander. Mit Lilia und hören uns mal die Pokémon-Geschichte an. Noch fix. Dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Was heißt, wir hören die an. Man kann es ja uns gar nicht mal sagen, wie man Reshiram, beziehungsweise wenn ein Weißspiel Zekrom beschwört. Er erzählt nur eine Geschichte, das war's. Klasse. Es ist nichts und wieder nichts. Muss aber auch mal schauen, ob ich Reshiram überhaupt mit in mein Team hineinnehme. Derzeit würde ich sagen eher nein. Wir haben ein gutes Feuer-Pokémon mit Ignivore. Zur Not würde ich Lichtelt noch mit reinnehmen. Sonst, ja, klar. Müsste ich schauen, was ich da wegtun könnte eventuell. Theoretisch würde ich, wenn ich die Wahl der Qual hätte und sage, okay, ich nehme Reshiram mit in mein Team, würde ich es so machen, Svarones raus, Reshiram rein und dafür anderes Pokémon noch rausnehmen, dass ich ein Wasser-Pokémon noch zusätzlich habe für Surfer, weil Reshiram kann ja fliegen erlernen, zur Not. Würde ich theoretisch Kutsasa rausnehmen, weil es viel zu viele Schwächen hätte in dem Moment. Und ein gutes Wasser-Pokémon mit hineinnehmen. Oder Bodenwasser, dann würde ich aber auch Stalobor raus tun und ein anderes Pokémon dafür hineinnehmen. Ja, das ist schwierig. Aber wir haben noch genug Pokémon als Cover möglich, also falls 2, 3 jetzt aufgehen sollten, jetzt sollte ich eigentlich nochmal gucken. Meine Pokémon sind geheilt. Ich werde wirklich mit Ignivo die Arena wahrscheinlich durchmarschieren. Cool. Komm, Kutsasa sollte doch theoretisch auch was rumreißen können mit Toxin, mit Wurzler, mit Megasauger und Gigasauger sollte ich doch was richten können, oder? Theoretisch schon. Komm, bleiben hier. Auf jeden Fall werde ich im nächsten Part nach der Arena durchqueren und Lilia herausfordern. Ja, richtig gehört. Hier in Pokémon Schwarz ist Lilia, die Arena-Leiterinnen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.